Diese kleine Serie von Videos führt in die Differentialrechnung für Funktionen mit einer unabhängigen Variable ein. Es gibt zu diesem Thema unzählige Videos auf YouTube. Sie können sich alle anschauen, die sind alle ähnlich, alle gleich gut. Deswegen hier nur einmal kurz eine Zusammenfassung. Dabei will ich als erstes das Ganze motivieren. Warum braucht man das? Warum gibt es so viele Videos zu dem Thema? Warum ist es so wichtig? Die Wichtigkeit ergibt sich daraus, dass die erste Ableitung einer Funktion die Steigung der Funktion in einem Punkt liefert. Sofern man den Wert x0 in die Funktion einsetzt, dann kommt halt die Steigung heraus. Und dann kann man sofort sehen, okay, wenn ich in dem Punkt x0 etwas ein wenig verändere, wie verändert sich meine Funktion? Zum Beispiel nehme ich eine Kostenfunktion. Hier habe ich mal eine gezeichnet, so könnte das aussehen. Hier haben wir fixe Kosten. Da fängt das an, dann fängt das an langsam, vielleicht mehr zu werden. Manchmal hängt es auch ein bisschen durch. Und dann sucht man die Stellen. Großer Anstieg bedeutet, wenn ich jetzt ein bisschen mehr produziere, dann steigen die Kosten enorm. Würde ich hier aber in einem großen Anstieg ein klein wenig die Menge reduzieren, dann fallen die Kosten enorm. Das heißt also, hier an solchen Stellen ist eine Reduzierung der Menge vielleicht recht gut. Also hier Kostenfunktionen sind in der Regel abhängig von der Stückzahl. Ein kleiner Anstieg bedeutet, an der Stelle passiert nicht allzu viel. Zum Beispiel hier, wenn man sich dieses Stück anguckt, da ist nicht so viel Steigung da. Das heißt, es ist ganz interessant, Stellen mit großem oder kleinem Anstieg bei Kostenfunktionen oder Gewinnfunktionen zu finden. Gewinnfunktionen ist häufig so, man hat erstmal keinen Gewinn, weil man erstmal nur investiert und dann ab einer bestimmten Stückzahl, auch hier wieder das X, kommt man in die Gewinnzone und aus irgendwelchen Gründen übersteigt die das vielleicht und dann fällt der Gewinn bzw. wird sogar schlechter. Einfach weil man vielleicht Maschinen anmieten muss, das sich nicht lohnt und so weiter. Und da ist es natürlich so, dass man in Phasen großem Anstiegs natürlich bestrebt ist, die Menge X zu erhöhen. In Phasen großen Abfallens, wie hier, die Stückzahl gegebenenfalls zu reduzieren. Und sehr interessant sind auch Punkte, wo man hier oben angekommen ist. Das heißt, wo man vielleicht das Maximum des Gewinns findet. Das sind Stellen, an denen gar keine Steigung vorliegt. Es gibt natürlich noch tausenderlei andere Anwendungen, die nicht zwingend im Wirtschaftsbereich sich finden. In der Mikroökonomie, auch natürlich ein Teilbereich der Wirtschaftsmathematik, kann man gucken, wie wirkt sich eine Lohnerhöhung aus. Das heißt, wenn ich ein klein wenig an der Lohnfunktion ändere, an der aktuellen, was passiert, wenn ich mehr, wenn ich weniger mache, wie wirkt sich das auf Einkommen aus, wie wirkt sich das auf Konsum aus, auf Sparen. Alle solche Sachen kann man mit solchen Funktionen ausrechnen, sofern man natürlich eine Funktion gegeben hat. In der Physik hat man das häufig mit Beschleunigung oder Ähnlichem zu tun. Da ist die erste Ableitung ist eine Beschleunigung. Da kann man einiges zusammen setzen. Ein Zeitverlauf ist interessant in der Elektrotechnik. Alle solche Dinge sind durchaus wissenswert. Das heißt, man kann immer gucken, wie ist die Änderungstendenz in dem Punkt, den man gerade möchte, betrachtet. Und eine ganze Reihe von netten Beispielen auch zur Anwendung finden Sie bei Christoph Drössner im der Mathematikverführer. Da steht zum Beispiel drin, wann eine Bierdose am sichersten im Sand steht oder wie ein Rettungsschwimmer am schnellsten einen Ertrinkenden erreicht. Dabei hat er natürlich eine unterschiedliche Geschwindigkeit über den Strand, als er schwimmt. Das heißt, wenn er jetzt hier zum Beispiel das Wasser ist, hier ist der Ertrinkende, rudert da mit den Armen und er möchte da jetzt hin, der Rettungsschwimmer, und dem helfen, dann kann er natürlich direkt dahin, muss ab hier schwimmen. Er könnte aber auch sagen, ich laufe ja viel schneller über den Sand, das heißt, ich laufe so und schwimme dann nur das kurze Stück. Was ist optimal? Also solche Dinge lassen sich theoretisch auch mit
Extremwertbestimmungen betrachten.